Wahnsinn, 78.999 Euro. Wir sind bei Detlefs und ja, hier ist Helmut Dorn. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja. Du hast ein neues Produkt entwickelt, bist seit anderthalb Jahren da und kommst von einem Zulieferer. Das war dein erstes größeres Projekt. Jetzt ist es auf der Messe. War es ein Erfolg? Hervorragend. Also wir sind komplett erstaunt, wie der Erfolg hier zugange war. Wir hatten die ersten zwei Tage riesengroße Trauben vor dem Fahrzeug dran, die das Fahrzeug sehen wollten und sich erklären lassen haben. Wir haben auch schon einige verkauft, also wir sind wirklich überrannt worden. Ja, das Schöne ist, ihr habt alles neu erfunden. Ihr wolltet ja einen Grundriss machen, die wie bei Fiat Ducato und Co. ist. Der Wagen ist ja ein bisschen kastenmäßiger, deswegen kannst du besser ausbauen. Aber ihr habt es geschafft, trotz dass dieses Fahrzeug hier alles andere ist wie gerade, sondern es geht nach hinten, es geht nach vorne, es weicht sich nach oben. Gebogen ist, ja. Also das Dach ist gebogen von vorne nach hinten, von links nach rechts. Es ist alles dreidimensional. Wir mussten alles anpassen, aber ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ja, die Form außen ist natürlich ganz schick, muss man sagen. Der Volkswagen Crafter, das ist anders wie der, ja, hier vorne steht er ja. Also das ist so ein richtiger Kastenwagen und man muss ja schon sagen, der Crafter, das ist ja eher so Automotive-Pkw-like, oder? Das ist mehr Automotive-Pkw, genau. Und er fährt sich auch so. Der fährt sich wie ein Pkw. Also, ist, also auch was die Geschwindigkeiten angeht, du kannst hier 130, 140 fahren, das fällt dir gar nicht auf, oder? Genau, es ist leider das einzige Fahrzeug, das wir bisher hatten, aber wir sind schon einige Strecken damit gefahren und so 160, 170 kann man wie beim VW-Bus eigentlich fahren. Das ist krass, der Stromverbrauch, der Spritverbrauch ist ähnlich, denn er hat die gleiche Maschine, ich glaube auch einen 2 Liter drin, oder? Wir haben 2 Liter drin mit 177 PS. So, das wäre doch jetzt ein schönes Auto. Das Coole ist Länge, hier 6 Meter? Hier 6 Meter, genau. Also kann man im Alltag schön verwenden. Hast mal reingeguckt? Ja, erst ganz kurz. Aber er hat auch vorhin schon gesagt, das ist ein erklärungsbedürftiges Auto. Und das sieht man auch, weil da ist ziemlich viel versteckt, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht weiß. Wie funktioniert denn das? Wie zum Beispiel das Bad. Ja, das Bad ist ein Highlight. Ja. Sollen wir mal kurz rumgehen, dass wir uns den einmal von außen anschauen. Weil von außen sehen sie alle gleich aus. Trotzdem habt ihr ein paar schöne Streifen draufgeklebt. So ein paar Akzente verändern das ganze Auto. Das ist richtig. Also wir haben auch diese Aluminiumfelgen noch gewählt, die das Fahrzeug mit 18 Zoll noch sehr, sehr stark aufwerten. OZ, ja, richtig OZ, cool. Genau. Ja, also die Traglast ist ja immer so das große Problem. Ja. Ist auch, aber haben wir hier erfüllt auf jeden Fall. So, da gibt es einen Satz, kostet 4.000 Euro und 1.000 pro Felge, aber stehen im Auto auch ganz gut. Ja. Wäre das ein schönes Auto für dich? Ich bin ein schönes Auto für mich, genau. Ich bin eh so Auto-Adventure und das wäre jetzt genau das, was für mich passen würde. Ja, Tonnage, Zuladung, das ist ja immer so das große Thema. Ist das hier ein Allrad? Gibt es überhaupt noch ein Allrad? Es wird später ein Allrad geben. Momentan haben wir uns jetzt mal auf den ersten Grundriss versteift, den zu optimalisieren. Wir möchten hier eine Familie drauf aufbauen. Aber jetzt ist es das erste Fahrzeug hier. Sehr schön. Komm, wir gehen mal drum rum, dass wir das mal gucken. Der hat jetzt Full LED hat er mit drin. Er hat Assistenzsysteme mit drin, Abstandstempomat nehme ich an. Er kann selber lenken, wenn er die Spur verlässt, oder? Genau, kann er alles machen. Kann er alles machen. Und ja, von der Wertigkeit ist das natürlich was ganz anderes wie der Fiat, der sehr wertig natürlich für viele ist. Aber das hier, das ist so ein bisschen California, Volkswagen. Ich war jetzt in Kanada, da flippen die vollkommen aus. Wenn du mit so einem Auto importiert rüberkommst, dann stehen die Kilometer und wollen den gucken. Okay. Die haben den gar nicht, ja. Okay. Ja. Also ich durfte jetzt 18 Jahre VW-Bus fahren und der ist unheimlich nah an VW-Bus dran. Ein wirklich tolles Fahrzeug zu fahren. Sehr schön. Also das Ziel war ja auch noch wirklich bezahlbar zu sein. Also viele Van-Anbieter hier auf der Messe deutlich über 100.000 Euro. Was macht denn das Geräuschverhalten? Das ist jetzt ein Prototyp, ist der erste, der da ist. Ja, klappern, rappeln und so weiter. Es verwindet sich ja schon ein kleines bisschen. Ist er leise? Der ist überraschend sehr leise, obwohl es ein Urprototyp ist. Das ist das erste Fahrzeug, das wir gebaut haben. Und bei 150, 160 km/h hört man drin nichts. Der Möbelbau, ist der auch leise? Der ist auch leise, ja. Das ist ja auch ein Thema, wenn du den im Alltag verwendest, irgendwas knarzt. Und was habt ihr verwendet, dass er leise ist? Habt ihr zum Beispiel Seitenwände unterfüttert, dass die Möbel nicht reiben können? Also wir haben an den Seitenwänden bestimmte Isolierungen. Wir haben ja auch diese Filzverkleidungen mit dran, damit die Möbel nicht an den Wänden scheuern können. Das Einzige, was immer das Problem ist, ist das Rollo vom Bad, aber das ist auch jetzt so geführt, dass... Wie denn? Können wir das gleich mal gucken? Das gucken wir uns gleich mal an. So, wir gucken mal von der Seite.
Und da siehst du, ja, ihr habt bündige Fenster an und auch verwendet, das muss ja auch sein. Und ihr habt hinten Backen drin, wir haben einen Querschläfer und damit du gut schlafen kannst, hast du ein bisschen mehr Platz, oder? Richtig, also der Fokus lag schon drauf, dass wir eine 2 Meter lange Schlaffläche bekommen. Und dafür haben wir auf der rechten Seite eine kleinere Backe wegen der Schiebetür und auf der linken Seite eine etwas größere Backe konzipiert. Und die Backe hier auf dieser Seite haben wir immer geschaut, dass sie möglichst nicht auffällt. Schön, dass du auch Backe sagst, weil ich sag mal, das ist denn so, da gibt es 1000 Namen für. Und ich sag mal, von draußen, diese Verbreiterung, ja, die sieht man so auf den ersten Blick gar nicht. Sie fallen kaum auf, aber das bringt innen so viel. Also im Prinzip kann man sich dann komplett einmal quer reinlegen. Man kann sich komplett quer reinlegen. Also ich habe es so noch nicht gesehen, aber ich bin auch relativ neu, genau. Ich gehe mal davon aus, dass es das öfter gibt. Also hier vorne. Der Käufer, den wir hatten, der war 2 Meter groß tatsächlich. Wow. Und der muss jetzt zwar noch ein bisschen diagonal reinlegen, aber die haben das Fahrzeug am ersten Tag direkt gekauft. Ja, die Kollegen, viele Kollegen sind ja auch unterwegs im neuen Design. Und gerade bei den Kastenwagen gibt es so 2 Fraktionen. Die einen, die unglaublich viel Holz noch wollen. Das soll unglaublich gemütlich sein. Und das hier, das ist jetzt unglaublich modern. Ihr habt, glaube ich, so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen. Richtig, wir haben versucht, noch mit ein bisschen Holzapplikationen reinzubringen, um eine gewisse Wärme noch zu gestalten. Und den Rest haben wir versucht, automotiv zu halten. So, linke Hand, das Fahrzeug steht auf Gas hier? Das hat noch 11 Kilo Gasflaschen drin, genau. Ist das mal geplant, Diesel auch einzusetzen? Es ist geplant, den Diesel einzusetzen, ja. Aber in dem Standort, wo das Fahrzeug jetzt gebaut wird, da wird erst neu hochgefahren. Und irgendwann mal. Kommt vielleicht mal. Okay. Das Coole ist, du hast hier einen Luftauslass. Das hier ist ja so eine neuralgische Stelle an der Tür. Die kann man zwar sehr gut dämmen, aber das Problem Wärmebrücke hast du da natürlich. Und da habt ihr für vorgesorgt. Hier vorne ist ein Luftausströmer mit drin, der das Ganze hier nochmal trocknet und auch beheizt, gell? Genau. Das ist, also wenn es wirklich hinten kalt ist, damit wirklich nichts durch die Türen durchkommt und sich der hintere Schläfer durch ein bisschen Kälte abschottet, ist das einfach hier, bläst er nochmal an der Matratze hoch und der hintere Schläfer hat auch immer schön warm. Was heißt das hier? Der wurde in Hand gebaut hier? Oder ich sag mal, der wurde jetzt in Handarbeit zusammengebaut, der Wagen? Dieser wurde jetzt an einem speziellen Band im Werk zusammengebaut, das praktisch speziell für Prototypen geeignet wurde. Das sind auch spezielle Leute oder wechseln die sich ab, die bauen dürfen, die Prototypen? Da sind teilweise spezielle Leute dran, die auch gleichzeitig die Leute schulen, die dann das Fahrzeug später am Band bauen. Ach, wie cool. Das heißt also, Produktentwicklung bedeutet ja auch, dass das Ganze muss ja auch gebaut werden. Ihr entwickelt das Ganze komplett am Rechner hier? Das ist jetzt komplett am Rechner entwickelt worden. Wir haben ganz zum Schluss noch ein paar Sachen leicht geändert, aber das Hauptthema ist wirklich am Rechner entwickelt worden. Sag mal hier, das Filz, wie wird das gemacht später in der Serie? Gibt es da eine Form für oder wie funktioniert das? Da haben wir einen Lieferanten dafür, der nach unseren Zeichnungen die Produkte anfertigt. Und der hat spezielle Formen dafür. Das machst du nicht mal eben selber. Das stimmt. Ja, die Jan ist Handwerkerin, muss man schon sagen, Kürschnerin, macht viel mit Leder. Und wenn du hier so eine Filzform siehst, die wird ja, glaube ich, was gebacken, oder? Was machen die, damit die da so reinkommt? Du weißt es gar nicht, oder? Doch, tatsächlich schon. Das wird in Backofen warm gemacht, wird da rausgezogen und dann ganz schnell innerhalb von Sekunden gepresst. Ich hab gemacht. Wie cool. Nee, ihr habt auch die Integration der Fenster. Ja, auch das Thema Dämmung, was man nicht sieht, was unten drunter ist, da habt ihr euch viel Mühe gemacht, ja, damit das Fahrzeug mal maximal eine Tür für mich schließen. Vielleicht mal hier die Tür rechts hier, dann, damit die nicht anschlägt. Und dann, wenn du die mal gerade feste mal zumachst. Ja, also das Wichtige ist ja immer das Geräusch, da hört man so ein bisschen, also wenn die Dämmung nicht drin wäre, wird es so richtig schön einen Klong machen. Hier ist Dämmung drin. Hier ist Dämmung drin, wir haben aber hier noch einen Versuch gestartet mit einer neuen Dämmung. Die Dämmung ist nicht so schwer, aber hat einen größeren Wärmedämmungswert. Teilweise haben wir im oberen Bereich die altherkömmliche Dämmung genommen und unten die neue Dämmung. Okay, dass du das auch drin hast, ja. Ja, Nutzbarkeit bei 6 Metern heißt, du musst eigentlich hauptsächlich im Bad erfinderisch sein, denn die Leute wollen ja duschen, oder? Genau. Also es war die Herausforderung, dass das Fahrzeug etwas kürzer ist als das Stellantis-Fahrzeug. Und der Fokus lag darauf, wir brauchen ein 1,40 Meter breites Bett und wir möchten einen breiten Tisch vorne drin haben. Und der Rest war praktisch für das Bad zur Verfügung. Und trotzdem wollten wir das Bad aber auch wirklich funktional haben. Und das haben wir hinbekommen durch dieses Raumbad, durch diese bodenebene Dusche, die wir hier kreiert haben und das Rollo.
Boah, das ist total schön. Wenn du mal gerade so lieb bist für mich, mal hier die Schublade aufmachst. Ich bin mal gespannt, also, was da drin ist. Wenn man am Ort ankommt, kann man hier gleich mal die Kabel reinmachen und alles, was man so braucht, die Heringe für die Markise, und ist immer gleich griffbereit. Wie cool. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier unten kannst du auch, der ist sehr, sehr hoch. Das heißt, du kannst auch Falt-E-Bikes mal reinmachen. Das wäre auch ein ganz toller Platz für einen Hund, ja, für eine Hundebox. Richtig, das ist ein toller Platz für eine Hundebox. Es ist auch nur geplant, ein Fahrzeug mit einem Hubbett, wo dann speziell auf diese Käuferschicht dann anspricht. So, die Can öffnen mal ganz kurz. Das ist das Technikfach. Ihr habt BOS verwendet, das ist eine Besonderheit. Das große Thema ist ja immer, wenn es sehr, sehr kalt ist, ja, dann kriegst du die Batterien nämlich nicht geladen, die Lithium-Batterien. Ihr habt eine Kombination aus AGM-Batterien und Lithium gewählt hier. Die ist nachrüstbar bei euch im Shop, oder? Die ist nachrüstbar. Die Lithium ist nachrüstbar, genau. So, du weißt, wie es funktioniert. Du hast eine herkömmliche Batterie auf der rechten Seite und hast hier sogenannte modulare Zellen von BOS. Die kannst du zusammenstecken. Die sind automotiv getestet und haben sogar eine Zertifizierung. Die meisten Batterien, die verwendet werden, haben keine Zertifizierung. Das gibt's bei Detlefs nicht, oder? Nein, das gibt's bei Detlefs nicht. Das leisten wir uns nicht an der Stelle. Das Coole ist, das sind 5 Blöcke. Geht ein Block kaputt, ja, funktionieren alle anderen immer noch. Ist nicht ganz billig, muss man sagen, aber sehr, sehr, wie soll ich sagen, langlebig. Es funktioniert und einsatzsicher, oder? Und ist sehr, sehr effektiv, genau. Sehr schön. Also ich liebe BOS, aber viele stöhnen dann wegen dem Preis. Aber ich sage, es hilft nichts. Wenn du Fahrzeughersteller bist, muss alles zertifiziert sein, was ihr einbaut. Ihr könnt da nicht irgendwas reindengeln, oder? Nein, da schauen wir auch drauf. So, wir gucken mal. Der Tank ist rechts hier, der Wassertank? Der Tank ist rechts. Wir haben 100 Liter Frischwasser dabei. Unter dem Fahrzeug haben wir 90 Liter Grauwasser mit dabei und können auch das Grauwasser elektrisch öffnen und schließen. So, nochmal, 100 Liter Frischwasser plus wahrscheinlich die Therme, die gefüllt ist. Genau. Mit so 10 Liter ungefähr. 10 Liter, genau. Ja, und dann hast du Grauwasser wie viel? 90 Liter Grauwasser. 90 Liter Grauwasser. So, der Rest, die anderen 10 Liter, was geschieht damit? Keine Ahnung. Okay. Die gehen ins Klo rein. Das heißt, das Klo ist ja angeschlossen, ja. Und das hat einen festen Anschluss. Und man kann sagen, so die 10 Liter, die gehen in die Toilette, oder? Die 10 Liter gehen in die Toilette, genau. Schön. So, Rückfahrkamera sehe ich. Das habe ich soweit alles gesehen. Wenn du mal gerade das ganze Heck mal schließt für mich, dass wir einmal gucken, wie das ist. Aufpassen hier mit der Führung, Can. Du musst einmal die Führung reinstecken. Sonst haben wir schon den ersten Schaden. Und müsste gehen. Ansonsten hol dir Hilfe. Geht's? Einfach zu. Ja, einfach zu. Ja, so muss das klingen, oder? Muss das klingen, genau. Ja, so muss es klingen. Also es ist wirklich so, wenn du das Ding als DPD-Auto oder sowas holst, da klingt es deutlich anders. Und die Beschriftung mit dem Rot, das ist wirklich sehr, sehr schick. Und hier haben wir die technischen Daten, All-in-Markteinführungsedition. Ja, da habt ihr euch natürlich geguckt, dass die wichtigsten Sachen mit drin sind. Viel kannst du ja ab Werk schon bestellen bei Volkswagen, oder? Das heißt, die ganzen Sachen, die man nicht nachrüsten kann, wie Assistenzsysteme, Automatik und Co. Mhm. Ja, wir haben es einfach als Einführungspaket so gewählt, was der Kunde wirklich zum erholten Urlaub braucht am Fahrzeug selber. 177 PS, 8-Gang-Automatik, Anhängevorrichtung, das große Thema. Zuladung, ist das ein 3,5 Tonner hier, den du hast? Das ist ein 3,5 Tonner, genau. Wir haben auch geschaut, dass wir mit möglichst wenig Teilen das Fahrzeug bauen und haben viel Leichtbau mit integriert, sodass wir dann ein 4-Personen-Fahrzeug für 3,5 Tonnen bekommen, und zwar ein echtes. Zuladung 500 Kilo, was haben wir ungefähr? Zuladung 500 Kilo, genau. So, roundabout 500 Kilo. Geh ruhig mal rein, Can, und leg dich mal bitte aufs Bett. Hat Hallenschuhe an. Jetzt haben wir gerade in Gangsetzung eurer Mitarbeiter. Wichtiges Produkt für euch, der werden, oder? Das wird ein wichtiges Produkt für uns, genau. So, du da bist. Wie lange hast du denn konstruiert daneben? Wir haben jetzt ein Jahr dran gearbeitet. Ich bin hier am besten drauf. Oder einfach drauf. Nee, Sie können die Wand herziehen, nach links ziehen, genau. Ich muss hier irgendwie entriegeln. Da ist die Treppe drin. Da ist die Treppe drin, genau. Muss man das entriegeln? Nein, das müsste man eigentlich nur ziehen. Ah, okay, ja, war ein bisschen. Genau, und dann die Verriegelung wegmachen und die Treppe runter, und dann haben wir einen sehr bequemen Einstieg ins Bett. So, mach mal. Das ist einfacher, genau. So, Kopfhöhe, große Leute, also die Stehhöhe, ich bin ja 1,85, hier kann man also, ich denke mal, bis 1,95 locker, oder? Ja, also 1,95 ist kein Problem. So, wir gucken sie Jammer an, da ist sie. Na, willst du weiter schlafen? Ja. Jetzt liege ich wieder gut. Genau noch so, dass man sich dann nicht den Kopf stößt, wenn man hier vorne dran ist. Ja, du kannst ja auch auf beiden Seiten schlafen. Ihr habt darauf Wert gelegt, dass man jetzt keine spezielle Seite hat. Du weißt, warum es besser ist, keine spezielle. Ach so, je nachdem, wie man steht.
denke ich mal, genau. Ja, wenn es quer steht und dann schläft man mit dem Kopf nach unten, boah. Das könnte ein bisschen unangenehm werden für den nächsten Morgen. So, deswegen habt ihr USB auf beiden Seiten kreiert und auch Licht habt ihr viel mit drin. Ist es Touch oder wie funktioniert das? Das ist Touch, ja genau. Das heißt, wenn du unten drunter fährst, geht's an. Das ist natürlich sinnvoll, oder? Das ist sehr sinnvoll. Das ist auch erfahrungsgemäß war das die beste Lösung bei uns. So, wie du das siehst. Sag mal, hier die Seitenwand ist auch natürlich ordentlich gedämmt, sodass man nicht so kalt kriegt, oder an den Füßen? Nee, da sind überall 20 mm. Und hier sind sogar fast 30 mm Isolierung drin. Super. Mach mal auf oben, bitte. Das wir sehen. Und jetzt habt ihr was ganz Tolles gelöst. Keine kleinen Schränkchen, sondern für die Optik natürlich viel cooler, wenn es durchgehend ist in einem. Und ich sehe schon... Der ist größer. Der ist größer. Oder es ist wahrscheinlich... Nee, der ist größer, genau. Der ist ein bisschen tiefer. Ja, ihr habt jede Menge flexible Möbelverbinder verwendet. Also, dass ich also auch ein bisschen verwinden kann und auch flexibel bleibt, oder? Richtig, ja. Also es ist ja, das Fahrzeug kann sich ja immer verwinden und man muss ja immer schauen, dass die Schränke trotzdem das ganze Verwinden aushalten. Was ich genial finde, ist hier dieser Himmel, der natürlich dafür sorgt, dass das Auto und Möbelhau sehr leise ist. Guck mal dran, alles liegt hier an dem Himmel an, sodass nichts irgendwie knarzen kann. Das heißt ja ganz oft, dass da nur Stoff verwendet wird. Und hier hast du wirklich einen dicken Himmel drin. Aber der Hersteller, der hat da richtig zu tun gehabt. Sag mal, der Einbau, das ist schon ein Act, oder? Von dem Himmel. Das ist gar nicht so schlimm, der Einbau vom Himmel. Das wurde so konstruiert, dass es praktisch, möchte ich nicht genau sagen, jetzt wie das gemacht wird, aber es wird nur hochgedrückt. Echt? Ja, genau, es wird nur hochgedrückt. Okay, das heißt, ihr kriegt die komplett nackt sein vom Hersteller oder müsst ihr noch ein paar Sachen erstmal ausbauen? Nein, wir haben schon die Beschläge, wo dafür zuständig, notwendig sind. Die sind mit am Panel mit dran und der Mitarbeiter muss es einfach dann nur an der richtigen Stelle hochdrücken. Okay, dann ist das drin. Es ist Wahnsinn. Also wenn du überlegst, was das für ein Konstruktionsaufwand ist, das genau so zu gestalten, dass auch die ganzen Rundungen hier mit drin ist. Und ich glaube, so die Haptik, die ersten paar Sekunden ist so wichtig, wenn die Leute reinkommen und sagen, das gefällt mir. Auch mit dem Grau. Klar, jetzt ist ja klar, in 10 Jahren werden die wieder alle sagen, mein Gott, das Design von 2023, warum hat man sowas gestaltet? Aber im Moment ist das der letzte Schrei, oder? Im Moment ist es der letzte Schrei und es ist aber auch... ich finde wichtig im Fahrzeug selber, weil das Material nimmt Feuchtigkeit auf, gibt wieder Feuchtigkeit ab, ist schallabsorbierend. Das ist eigentlich die optimale Lösung für das im Fahrzeug zu haben. Bei jedem PKW sind ja auch solche Matten mit verbaut und darum haben wir das hier drin auch gemacht. Und man kann sich auch designtechnisch, man kann die teilweise wieder abklipsen, ja. Und könnte sich designtechnisch auch nochmal verändern. Deshalb sind überall irgendwelche Ränder mit dran, wo man sich hier optisch immer ein bisschen was anderes umgestalten kann. Okay, das heißt, du kannst Farbakzente setzen zum Beispiel. Richtig, genau. Okay, cool. So, die Küche war ja auch ein großes Thema, die ist sogar gerade. Das ist ganz interessant. Ist das hier, ist ein Kühlschrank hier, oder? Das ist ein Kühlschrank zum Ausziehen von Tedford mit 85 Liter Rauminhalt. Wir können das von beiden Seiten bedienen. Und es war halt einfach auch... der Tedford wurde gewählt, weil wir ja bestimmte Maße einhalten müssen und deshalb war es genau dieser Kühlschrank. Und was wir auch noch gemacht haben hier, auf der Seite vom Kühlschrank ist es ja immer schwierig, die Küchenplatte auszuziehen. Und dann haben wir uns hier nochmal Gedanken darüber gemacht, wie kann ich die Küchenplatte mit ausziehen und haben so einen Teleskopeinzug noch mit reingemacht. Ich habe das Video mit dem Entwickler von Volkswagen gedreht, Grand California. Vielleicht hast du den gesehen, California XXL. Ja. Vor 5 Jahren habe ich das gedreht und da hatten die ganz viele tolle Ideen. Ich fand den so geil. Es wurde fast nichts verwirklicht anschließend. Das war tatsächlich schade. Also ich war auch in dem Fahrzeug drin damals mit der ausziehbaren Dusche, dass die alles hatten. Ja. Aber natürlich sieht man, dass das alles so aufwendig war und teuer war und dann nicht mehr zu verkaufen war. Die Idee war gut, mit dem Beamer noch drin, kannst du dich daran erinnern? Ja. Das war ein hervorragendes Fahrzeug, aber das ist dann für ein Klientel, das relativ gering ist. Das sieht man. Also das hier ist pragmatisch, ist relativ günstig herzustellen, so muss man es ja sagen im Vergleich. Das ist ja auch, ich meine, ihr seid ja Serienhersteller, ihr baut ja nicht nur einen. Und ganz ehrlich, der hier ist so gut, der würde sogar in Nordamerika wird der laufen. Also das bin ich fest von überzeugt, weil die werden immer kleiner in Amerika. Also es gibt da eine große Klientel, eine Kundenklientel, die wollen keine Slideouts mehr, die wollen keinen Bomber mehr, die wollen kleine, kompakte Fahrzeuge. Ja. Also hier ging es ja auch darum, in diesem kleinen, kompakten Fahrzeug alles funktional hinzukriegen. Da sind sehr, sehr viele Gedanken von mehreren Leuten mit drin und wie schon gesagt, ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Mach mal bitte das Fliegengitter zu, das ist zweiteilig hier. Und das Ganze soll ja auch so funktionieren, dass diese fiesen Mücken auch wirklich nicht durchkommen. Und der ist jetzt dicht mittlerweile, oder? Der ist jetzt dicht mittlerweile, genau.
Das gefällt mir. Ah, hast du gut konstruiert? Also hast du ein großes Team oder hast du alleine gemacht? Nein, also ich bin der Produktmanager. Ich habe dann ein super Team zur Seite, die hier uns konstruktiv unterstützen. Okay, das heißt, die kommen da mit dazu und das ist richtig viel Arbeit. Was habt ihr euch hier gedacht bei der Sitzbank? Da geht es ja auch darum, eine Unterstützung für den Rücken zu kriegen, oder? Richtig, genau. Also wir haben die Sitzbank den Rückenpolster speziell ergonomisch anformen lassen, haben auch eine Schrägstellung der Rückbank gemacht, also unten ist ein Hebel, da kann man die ganze Sitzfläche nach vorne ziehen und die Lehne wird schräger, um bequemer reisen zu können. Wow, das kenne ich natürlich von meinem Kia, den ich habe hinten, der EV6, der hat das genauso. Das heißt, da kannst du zum Beispiel auch einen Kindersitz ein bisschen anschrägen. Die meisten Kindersitze können ja dann eine Schlafposition erreichen. Also gerade die Babys wollen ja schlafen, wenn der ganz aufrecht ist, geht das nicht. Nein, das ist dann echt schwierig. Ich selber bin jetzt auch schon 4.500 Kilometer mit so einem Fahrzeug gefahren. Und die hinten mitfahren, ist einfach echt wichtig, da man bei mehreren tausend Kilometern auch bequem sitzt. Ja, wenn zwei mitfahren, ist schön. Wenn einer mitfährt, ist noch fast noch schöner, oder? Das heißt, der hat noch mehr Platz. Das ist richtig, ja. Wir waren sogar zu viert unterwegs. Gut, das funktioniert. Du hast Family, hast du auch? Ich habe Family, ja. Ich Frau und zwei Töchter. Wie alt sind die Töchter? 16 und 19. Ah ja, die fahren noch mit, wenn sie wollen. Die fahren beide noch mit. Die ältere Tochter ist auch bei uns im Betrieb tätig und macht gerade ihre Lehre als technische Zeichnerin. Schön, mach mal auf, Jan. Das ist der. Ja, sieht man, ihr habt die Heizung hier drunter gemacht. Mal gucken, ob das auch stimmt. Sieht schwer aber danach aus. Das sind die Gasabsperrhände. Ist die Heizung hier drunter? Die Heizung ist hier drunter, genau. Okay, das heißt doch. Der beste Platz, um die Heizung unterzubringen, damit man am Bett hinten während des Schlafes, wenn die Heizung anspringt, sich nicht gestört fühlt. Also sieht überhaupt nicht aus wie ein Prototyp, ganz ehrlich. Ja, wir haben da auch sehr viel Liebe und ins Detail reingesteckt. Das Einzige, wo ich es gesehen habe, ja, das ist hier die lackierte Oberfläche, dass es noch ein Prototyp ist. Das ist nämlich genau die Stelle, wo du immer oft da dran schraubst. Ja, das ist richtig, ja. Es gibt einfach eine Norm, wo man im Kopfaufschlagbereich einen Radius braucht von 3,2 mm. Bitte nochmal. Es gibt eine Norm? Es gibt eine Norm. Damit im Kopfaufschlagbereich. Genau, also wenn der Mitfahrer hier auf der hinteren Sitzbank sitzt, bei einem Unfall gibt es einen Radius, wo der Kopf hier an die Küche schlagen könnte. Deshalb brauchen wir hier 3,2 mm Kopfaufschlag und konnten das jetzt nur mit einer lackierten Fläche erstmal so machen. Nein, ich finde das total cool, wie du das erklärt hast, weil jetzt wird's. Ja, war klar. Ja. Jetzt überleg mal, wenn es wirklich zum schweren Unfall kommt und du bist ja hier in dem Auto sehr sicher im Vergleich zum teilintegrierten. Und dann sieht man jetzt auch auf einmal, dass ihr sogar den Tisch, den man ja gar nicht verwenden sollte während der Fahrt. Genau, also man darf ihn nicht verwenden, aber es gibt dann schon trotzdem Fahrer, die sich da nicht dran halten und den Tisch stehen lassen. Hast du natürlich immer abgebaut, richtig? Natürlich. So, wollte ich gerade. So, den kann man rausklappen hier unten? Den kann man rausklappen, genau. Einfach unten den Hebel ziehen und dann kann man die Platte drehen. So, Jan ist schlank, da hat es geklappt. Fahrersitz, genau. Mensch! Willkommen in meinem Büro. Aber ist hier denn irgendwas aus der Serie übernommen worden von anderen Fahrzeugen? Oder habt ihr fast alles neu gebaut? Die guten Sachen sind natürlich übernommen worden, aber wir haben uns einfach Gedanken darüber gemacht, was kann man natürlich nochmal an dem Fahrzeug verbessern. Es ist ein anderes Chassis, ein hochwertiges Chassis, und da wollten wir auch einen hochwertigen Innenausbau machen. Und da haben wir uns wirklich viele Gedanken darüber gemacht. Aber ihr hättet ja aus der Gruppe einfach irgendein Fahrzeug übernehmen können, irgendein Design. Ja, das hätten wir können, aber wir haben das nicht gewollt. Vollkorpusmöbel, das ist ja auch eine Besonderheit. Das heißt, du hast die ganzen Seitenwände komplett neu entwickelt. Ist das eine Arbeit? Überleg mal. Ja, also wie gesagt, wir haben da ein tolles Team, das da dahinter steckt, wo zwei Leute, die speziell dafür geschult wurden, hier die Seitenwände zu machen. Cool. So, dann kommen wir mal zum Bad. Das kenne ich ja so oder so ähnlich schon so ein bisschen, aber im Detail. Habt ihr viel gemacht? Hast du ein bisschen mehr Licht für uns im Bad? Mal gucken. Ja. Pass auf. So, wir schalten es mal an. Unter dem Spiegel im Bad. So, jetzt. Erster Test nämlich, ob die Jan das alles findet. Jetzt hat es gefunden. Also, sag mal gerade, wo du es gefunden hast, das Licht. Genau, das ist hier unten drunter versteckt. Genau. Ich weiß nicht, ob du es filmen kannst. Ja. Da ist es. Ja. Okay, das kann man nicht wissen. Das Licht jetzt wieder an. Ihr habt ein Bussystem habt ihr mit übernommen. Also das ist ja innerhalb der Gruppe. Das heißt, du kannst. Das ist jetzt schön, oder? Nur weil ich das Licht halt auch schön dimmen kann, damit man am Abend eine schöne Atmosphäre bekommt. Das Fahrzeug hat auch eine SCU,
also eine Steuerungseinheit hier oben am Display. Wir können das ganze Fahrzeug hier vom Display aus steuern. Da kommt's, bootet genau. Gerade. Hier können wir praktisch Kühlschrank, die Heizung, die Lichter, wir können dimmen, wir können ein- und ausschalten. Wir möchten noch mehr Funktionen draufhängen, da sind wir gerade aktuell dran. Und das ist eigentlich alles auf dem Smartphone genauso. Es gibt eine App, die App kannst du aber nicht von weit weg bedienen. Du musst rund ums Fahrzeug sein, oder? Nein, man kann die SIM-Karte. Ja, genau. Man kann zu Hause, also wenn man im Urlaub ist und der Sohn hat zu Hause das Handy, kann der dir im Urlaub das Licht an und ausmachen. Ja, für mich wäre viel wichtiger, wenn er jetzt im Winterquartier steht, zu gucken, ob er nicht einfriert. Also wenn du ihn bereithältst, dass er, was weiß ich, für einen Skierlaub und so weiter immer da ist, kann ja passieren, dann fällt der Strom aus in der Halle und kann passieren. Und so kann man wahrscheinlich programmieren irgendwann mal, dass er dann sogar eine Meldung gibt hier. Er gibt eine Meldung, genau. Das war jetzt hier bei diesem Fahrzeug jetzt zum Beispiel speziell der Fall während des Baus, dass natürlich der Wassertank leer war und die Pumpe lief. Ja. Und dann bekomme ich sofort eine Meldung aufs Handy, Pumpe hat eingemacht. Wie cool, eine Push-Meldung kriegst du dann. Ja, das ist cool. Ja, deine Größe, Helmut? 1,83 Meter. 1,83 Meter. Und das war auch ganz wichtig, glaube ich, hier im Kopfbereich, im Fahrerhaus. Viele gehen ja hin, kreieren dann nochmal hier oben Schränke rein. Die bringen natürlich ein bisschen was, aber sie stören auch sehr stark. Ja, ja, die bringen Stauraum, aber ich glaube, wieder auch bei diesem Fahrzeug wäre das einfach der Zubau vorne nicht fahrzeuggerecht. Also was dir gelungen ist, du hast eine komplett offene Blickachse von vorne nach hinten. Dadurch hast du natürlich dieses 6 Meter Auto so eigentlich von der Geräumigkeit her, als wäre es ein 6,40 Meter oder fast 7 Meter. Also es ist echt genau. Gut geworden. Da haben wir tatsächlich drauf geschaut, deshalb sind auch die Schränke so durchgehend. Wir haben keinen Absatz zwischen den Schränken, zwischen Bett oder Küche gemacht, einfach um das Fahrzeug auch optisch nochmal in die Länge zu ziehen. Guck mal, allein die Küche, jetzt sind wir hier bei 6 Meter, Can, wie breit die Arbeitsfläche ist, die du hier nochmal erweitern kannst. Zieh das bitte nochmal aus. Besonders gut gefällt mir das Aluminiumprofil da oben drauf. Das verkörpert so ein kleines bisschen hier so praktisch Robustheit, dass es alles gut funktioniert, oder? Richtig. Ja, das Aluminiumprofil ist speziell natürlich für den Mückenschutz. Macht sich optisch natürlich auch gut. Gefällt mir echt gut, weil das ist so, weißt du, nicht so Kunststoff, weil genau an der Stelle, das wird ja auch viel benutzt, viel gereinigt und so weiter. Das ist echt gut. Und da ist natürlich dieses neue Kochfeld ist wie geschaffen dafür und lässt sich extrem gut reinigen. Dadurch, dass du natürlich alles verbunden hast, kannst du das Gitter einfach entfernen, kannst drüber wischen, einfach rein. Und das ist sehr zweckmäßig, oder? Das ist sehr zweckmäßig, genau. Wir haben jetzt auch nochmal geschaut, dass wir einen speziellen Wasserhahn oben drüber haben, ein bisschen größeren. Die Wasserhahn, die immer im Becken drin sind, die sind ein bisschen schwierig oft beim Spülen. Und mit diesem Wasserhahn funktioniert das einwandfrei. So, dann noch Schubladen sind mit drin. Pushlock, was hast du? Ach, Zentralverriegelung oben drin, genau. Mensch. Wenn sie draußen ist sie eigentlich ist sie geschlossen. Wenn sie drin ist, okay. Ist sie offen. Okay. So kann man sehr schön sehen, ob sie aktiviert ist. Ja. Okay. Machen wir nächste. Und das funktioniert dann noch in 2 Jahren, denkst du, die Zentralverriegelung? Da bin ich mir relativ sicher, dass es in 2 Jahren auch noch funktioniert, genau. Unten haben wir noch eine kleine Schublade. Das ist deshalb, weil der Kühlschrank, der Kompressor auch noch hinten unten drin hat. Plus der Radkasten schon kommt und kommt man unten bloß eine kleine Schublade machen. Toll. Also. Aber trotzdem, der letzte Platz in der Küche ist ausgenutzt. Also ich meine, es gibt ja viele Individualausbauer, die sich da viel Mühe machen. Und wenn du meine Videos siehst, da siehst du manchmal Autos 180.000 Euro, die von der Funktionalität dann keine Dusche haben, stehe ich denn dann. Und da habt ihr euch einiges bei gedacht, was ist denn das für ein Boden? Weil der sieht so ähnlich aus wie die Seitenwände von der Struktur her, aber es ist wahrscheinlich... Nein, das ist eine spezielle Anfertigung, die kommt auch aus meinem Betrieb, wo ich früher mitgearbeitet habe. Und ich habe den Boden damals schon mal entwickelt und konnte den praktisch jetzt mit rübernehmen und hier mit einbauen. So, und das ist die Dusche. Und das ist die erste Dusche, muss ich ganz ehrlich sagen, wo du nicht eine Stolperfalle hast. Und die Anforderung, die ist natürlich dann extrem. Und du hast mir gesagt, ganz am Anfang, kannst du dich daran erinnern, hast gesagt, der fängt nicht an zu klappern. Richtig, der fängt nicht an zu klappern mit Fahren. Wie hast du das gemacht? Das sind spezielle Führungen oben. Also wenn der Rollo jetzt drin ist wie jetzt, sind die Führungen oben so gemacht, dass relativ wenig Platz drin ist. Und das ist oben und unten. Und so klappert der wirklich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Weißt du, was ich schon gemacht habe mit Filz, die ich in diese Teile reingeklebt habe, damit er nicht während der Fahrt vibriert? Kann ich mir vorstellen, ja, aber es ist ohne Scheiß. Es ist wirklich so, dass man hier nicht
nichts zum Klappern hört. Er kommt langsam aus sich raus. Ja, also, genau. Kennst du das? Du fährst und es klappert die ganze Zeit. Ja? Und das geht den Leuten so auf den Keks. Ja. Es ist, guck mal hier vorne das Waschbecken. Das finde ich so toll. Das heißt, das brauchst du ja nur ab und zu mal. Und du kannst es immer ausgeklappt lassen, es sei denn, du bist auf Toilette. Ich finde aber auch das verwendete Material dafür ziemlich schön. Das hat so eine schöne Haptik und fühlt sich viel fester an. Also es muss hochwertig sein für dieses Fahrzeug. Und, aber was speziell nochmal wichtig war, ist wirklich, dass wir in dieser Dusche, wo ja jetzt relativ kompakt ist, damit wir ein breites Bett haben, damit wir eine breite Sitzgruppe haben, dass alles funktional ist. Also wir haben wirklich eine große Dusche, wenn sie jetzt drinnen stehen, wenn wir den Wohnraum mit hinzunehmen. Man kann wirklich, wo sie jetzt stehen, auch das Waschbecken sehr gut nutzen, ohne dass man hier beengt ist. Und wenn man jetzt auf dem Thron sitzt, hat man auch genug Platz, auch wenn man lange Beine hat. So, setz dich mal auf den Thron, dass wir das mal testen, ob die Jan ist ja Meter, was hast du seit gestern? 1,74. Und das geht aber auch mit längeren Beinsitze ordentlich. Und dann auch der Hahn ist ausziehbar, das wird der Duschhahn wahrscheinlich. Da kommt das Klopapier raus. Ja. Okay, oben, das kann man wahrscheinlich schieben, das oder? Das kann man schieben, rechts ist ein Schrank, links ist ein Regal. Hast du direkt gefunden mit der Verriegelung? Ich habe schon alles gesehen. Ach, sag ich schon. Mach nochmal zu und verriegel mal. Dann kann man es schön sehen. Da ist so ein kleines Lock mit drin, dass es funktioniert. Aber Platz kann man nie genug haben, oder? Ja, das stimmt. Boah. Das finde ich aber auch sehr praktisch mit der offenen Lösung, aber dass man dann gleich noch diese Expander. Genau. Ja. So, und dahinter, ich sehe schon, da ist ein kleiner Vorhang, aber auch den sieht man kaum. Der ist nämlich hier ums Eck rum. Warte, ich zeig's mal da. Den braucht man beim Duschen. Also man zieht praktisch den Rollo über drei Kanten rüber und schließt es am Schluss mit dem Rollo und dann hat man wirklich einen geschlossenen Raum, um zu duschen, sodass kein anderer Duschraum, die Toilette oder das Waschbecken nochmal zusätzlich nass wird. Ach stimmt, das hier ist die ganz normale Badezimmertür. Das ist die normale Badezimmer. Das ist ja eigentlich schon ein ziemlich riesiges Badezimmer, genau. Wenn man das so sieht. Ja. Komm, wir machen mal zu, dass wir mal sehen. Kann ich einfach dran ziehen? Einfach dran ziehen. Und der ist dicht beim Duschen. Das der läuft beim Duschen. Auch. Der läuft das auch, ja. Genau. Wir haben manche, da musst du echt dran ziehen. Genau. Und im Video ist es dann schon manchmal. Wie oft hast du den schon auf und zu gemacht? Oh, gefühlt 150 Mal. Ja. Und die Leute hier auf der Messe, das ist ja schon ein Härtetest, oder? Ja, also er ist jetzt 2 Tage voll auf der Messe und wie gesagt, vorher schon ist eine Traube vorne draußen und die wollen alle rein und der das Fahrzeug vorführt, der macht das Ganze sicher auch nochmal 150 Mal pro Tag. Das reicht gar nicht. Mach nochmal auf und zu, weil ich glaube das ja gar nicht, wie die läuft. Und das ist die erste? Das ist die erste, ja genau. Wie viel, und die habt ihr noch nicht ausgetauscht? Nein, die muss man nicht austauschen, nein. Mach nochmal auf. Fast ein bisschen süchtig, wenn man dem Ding so zuguckt. Mach nochmal zu. Dann mach nochmal zu. Was? Ich glaube das ja nicht, dass sie so läuft. Was? Mach nochmal zu. Achso, ich soll nochmal zu. Ja, mach nochmal zu. Mach mal auf. Und du sagst, das kann ich jetzt noch 100 Mal machen, oder wie? Natürlich, Sie können jetzt den ganzen Tag hinstellen und das Ding auf und zu machen. Nein, ich zeig mal gerade, wie das läuft. Nein, aber das ist doch wichtig. Ich meine, was haben wir schon für einen Schrott gesehen? Jetzt mal ganz ehrlich, wo gut gemeint, kennst du doch, oder? Ja, genau. Gut gemeint ist nur fast gut. Wenn ich die sehe und ich muss sie dann testen im Video, denke ich mir schon mal, oh. Du kommst auch vom Bodensee? Nee, du bist Schwabe, oder? Ich bin Schwabe, ja. Man hört es wahrscheinlich. Ja. So, was haben wir noch vergessen? Irgendwas noch vergessen? Ah, ein Schrank sind nur. Die Can ist erfinderisch. Also von mir kriegst du jetzt erstmal den goldenen German Television Orden für einen Serienhersteller, der sowas gebaut hat. Weil das kriegen eigentlich immer nur so Manufakturen hin, die besonders viel Gehirnschmalz haben, alle Videos geguckt haben und so. Aber ganz ehrlich, ihr habt ja eine Fertigungsqualität, da geht es ja auf wie viel könnt ihr Holz machen genau? Auf Zehntel. Auf Zehntel Millimeter. Und das kriegst du ja mit normalen Maschinen gar nicht hin, oder? Ja, also unser Maschinenpark ist sehr modern. Hier in dem Werk, wo dieses Fahrzeug jetzt gebaut wurde, sind sie ganz neu. Und so können wir hier die Qualität einfach garantieren. Zehntel Millimeter bei Holz? Genau. Also es ist nicht immer genau wichtig, das Zehntel einzuhalten, aber es gibt einige Teile hier drin, wo wirklich das Zehntel auch eine Rolle spielt. So, komm, wir gehen raus. Und ich bin gespannt. Sag mal, Kunden ist ja eine Seite. Was sagen denn die Händler? Die Händler sind alle sehr, sehr begeistert. Also wir hatten es auf der Händlertagung ja schon vorgestellt, den Händlern. Und die waren da ganz perplex, was jetzt hier passiert ist.
was passiert ist. Ist das noch Detlefs? Weil ich sag mal, ihr habt ja auch viel durchgemacht die letzten 10 Jahre. Ich kenne ja noch die Detlefs-Fahrzeuge von vor 10 Jahren. Wenn ich dich da gefragt hätte, klappert irgendwas im Kastenwagen, dann hättest du vielleicht gesagt, gut, da warst du noch nicht da. Hättest du vielleicht gesagt, naja, das ist ja normal im Reisefahrzeug. Aber der Kunde von heute möchte gerne, dass es so ist, fast wie im Auto, oder? Richtig, genau. Also vor 10 Jahren war der Anspruch noch nicht so groß vom Kunden. Da war Campen noch Campen und heute ist beim Campen, da möchte man schon einfach Luxus zeigen. Ja? Und das kann man mit diesem Fahrzeug ganz sicher machen. Weißt du, was ich cool finde? Das hier ist ein Auto, das kannst du auch als einziges Fahrzeug verwenden, weil es 6 Meter lang ist. Also viele sagen, ich brauche kein zweites Fahrzeug mehr. Als Alltagsfahrzeug kann man das verwenden. Und wenn man dann in Urlaub geht, ist gepackt. Gerade 2 Personen, also ich sage jetzt mal Rentner, die sagen, hey, brauche ich nicht mehr, ich fahre damit auch zum Lidl oder zum Aldi. Genau, kann man mit dem Fahrzeug echt gut machen. Also wie gesagt, er fährt sich ja wirklich wie ein VW-Bus. Und nicht wie ein Kasten, sondern er fährt sich wirklich schön. So, jetzt letzte Frage. Habt ihr mal einen Superhochdach angedacht für ganz große Leute? Das liegt in der Pipeline, aber da möchte ich noch nicht so viel drüber reden. Okay, also das wäre eine Option, weil ich habe ganz viele Anfragen von Leuten, die 2 Meter groß sind. Und die, klar, die leben damit, dass sie nirgendwo irgendwas haben, aber das ist so. Ja, Helmut Dorn, du bist Produktmanager? Nee, oder Produktmanager, Produktmanager für diese, die Campervans. Genau. Für die Campervans. So, und das ist ein Riesensegment. Und dir ist eins gelungen. Du hast ja auch meine Videos gesehen, zum Beispiel Affinity hast du gesehen, die also mit sehr interessanten Lösungen da vorangehen. Das hier finde ich aber deswegen so gut, weil es hat den normalen Grundriss. Und der Kunde, den also jetzt umzustimmen, akzeptiert was komplett Neues. Und die Leute wollen 4 Personen mitnehmen und nicht nur 2, gell? Richtig, ja. Also die möchten 4 Personen mitnehmen und die möchten auch eine Dusche drin haben, ja? Und hier wollten wir auch nicht nur, dass eine Dusche drin ist, sondern auch eine funktionale Dusche. Also du hast alles beibehalten. Die Heckgarage ist noch da, du hast einen riesen Stauraum, du kannst auch mal ein Moped mitnehmen hinten. Also zum Beispiel ein E-Moped habe ich hier dabei, das kann man hinten reinstellen. All das ist da. Du kannst deinen Hund, nee, du hast ja 4 Stück, die gehen da nicht mehr rein, oder? Man nimmt immer einen mit, genau. Nimmt nur einen mit. Und der Preis stimmt, 78.999 Euro am Stand von Detlefs. Wir sind auf dem Caravansalon 2023. Heute ist der Montag und gestern, kann ich hier sagen, die Sandra war ja hier und hat gefilmt, konntest du um 10 Uhr nicht mehr filmen, denn diese Halle hier ist nämlich eine der Haupteingänge und die Leute strömen erstmal hier rein, gell? Das ist richtig, ja. Sie kommen jetzt alle, man sieht es gerade, die kommen alle hier von rechts rein und stürmen den Stand hier an diesem VW und vorne am Yoka. Können wir uns kaum retten, wenn sie reinkommen. So, vielen Dank fürs Einschalten und danke Jan und Helmut. Tschüss.